Hallo und guten Abend und willkommen zum DAX Big Picture. Aktuell für den Mai bzw. folgende. Wir befinden uns im Xetra und fangen erstmal an. Eine Kerze entspricht einem Monat. Also das ist ja im Grunde genommen der Trend seit 2003. 1.3.2003 war irgendwo, oder der 3.2.2003 war das Tief hier irgendwo. Und dann seitdem bewegt sich der Markt eigentlich kontinuierlich aufwärts. Kleinere Zwischenkorrekturen hier, wobei klein immer relativ ist. Also das waren schon ordentliche Bewegungen nach unten, aber eben im Gesamttrend gesehen seit 2003 nicht so sehr viel. So, allgemein die Zählung ergänze ich kurz nochmal. Also wie gesagt, es ist eine vermutete Zählung, um eben weitere Ausblicke auf die Zukunft zu bekommen. Und hier haben wir erstmal generell, wenn wir das annehmen, eine 1, eine 2, dann ist hier irgendwo die 3 und hier eben möglicherweise die 4. Und jetzt ist die Frage, wo wir uns hier eben befinden, ne? Also sprich, irgendwo, dass hier möglicherweise ein A, B, C war, beziehungsweise die 3 hier irgendwo gewesen ist und wir hier in der 5 schon laufen oder in Teilen der Korrektur. Das ist eben die Spielerei. Und jetzt nimmt man eben sich Trendlinien her und guckt, okay, wenn wir schon sagen, wir befinden uns da irgendwo, dann schauen wir uns mal an, wie sich diese A-Fibonaccis zueinander verhalten und wie eben Trendlinien sich verhalten, beziehungsweise wie sieht die Kerze aus im Moment. Sprich, wir haben ja hier die Aprilkerze, die hat hier abgeschlossen und das ist eigentlich eine Umkehrformation. Also sprich, wenn wir hier irgendwas sehen, hier mit diesen Dochten oben, dann kann es oder passiert es öfters, dass danach Korrekturen auftreten, weil es keine schöne geschlossene Kerze ist, wie sie im Vormonat gewesen ist, sondern eben nach einer langen Kerze, eine Kerze mit einem langen Docht oben. Und wir schauen mal, wie die Trendlinien dazu aussehen. Also sprich, wenn wir davon ausgehen, dass wir hier irgendwo eine 1 haben und hier irgendwo eine 3, dann ist die 1 in der Verbindung mit der 3 irgendwas, wo viel mal die 5 hinläuft, beziehungsweise wo man annehmen kann, dass was passiert, ne? Und wenn wir mal schauen hier und irgendwo diese Verbindungen machen, dann haben wir an der oberen Trendlinie auf jeden Fall mal eine Umkehrkerze erstmal hier. Das ist erstmal die Darstellung, die wir haben. Und diese Umkehrkerze ist ähnlich wie hier überall ein möglicher Anfang von einer Gegenbewegung. Wie sich das jetzt hier innen drin erstmal verhält, stellen wir erstmal außen vor. Also sprich, wir haben unser erstes Indiz. Wir haben hier die Hochs verbunden und in dem oberen Bereich ist eine Umkehrkerze entstanden. Was natürlich sein kann, wenn das hier irgendwo die 3 wäre und das wäre die A, B bzw. eine XW-Welle. Da kann es natürlich auch sein, dass wir hier in der Hinsicht gesehen nach oben noch Luft haben. Wir müssen dazu sagen, wir sind hier auch im Linearen, also sprich, wir haben keine logarithmische Skala an, sondern betrachten das einfach erstmal linear, ohne irgendwo zufällige oder extra Geschichten. Wir müssen auch dazu sagen, dass auf Monatsbasis diese Bereiche nicht so genau anschlagen. Also sprich, wenn man das sieht, das hoch, dann das hoch, das haut nie hundertprozentig hin. Ne? Wird das dann einfach nur am Kerzenkörper festgemacht, gar nicht mal so an die Dochten oder eben der niedrigere Docht, weil das von der Genauigkeit sind hier 300, 400 Punkte überhaupt kein Problem, was eben hinhaut oder nicht hinhaut. Zudem ist es vielmehr wirklich so, dass hier logarithmische bzw. lineare Skalen miteinander verbunden werden. Also wenn man sich das anschaut hier, dann wäre hier sogar noch Luft nach oben. Also das muss man jetzt eben die nächsten Wochen, Monate abwarten. Wenn man die wieder miteinander verbindet hier, dann hätte man in dem Bereich auch eine Reaktion. Und der Kerzenkörper ist auch wieder unter diese Trendlinie gekommen. Also sprich, es gibt mehrere Optionen bei Trendlinien, die darauf hindeuten,
dass wir hier irgendwo eine obere Grenze erreicht haben. Kann aber auch sein, dass es eben nur eine interne Trendlinie ist, wie man das hier zum Beispiel hat. Und eine externe wäre eben hier irgendwo, die bedeuten würde, dass wir noch weiter hochkommen könnten. Wenn man sich einen Kanal anschaut hier, wir sind hier nicht auf der ganz großen Ebene, aber wir haben zum Beispiel auf der ganz großen Ebene sind das Tief und das Tief, das ist die Haupttrendlinie, die geht bis 1975 zurück hier. Das ist eine der stärksten Trendlinien, die es gibt. Wenn der Markt hier weitergehen würde, würden hier immer wieder diese Tiefs auftauchen. Und deswegen hat er hier auch nach oben reagiert. Bedeutet, das könnte eben auch ein Kanal ergeben. Wenn man den hier miteinander verbindet. Dann könnte auch irgendwo sowas hierbei rauskommen. Also sprich, dass wir hier irgendwo in der nächsten großen Welle sind und nach oben schieben. Das ist nicht auszuschließen, aber dazu muss er erstmal noch die nächsten Tage und Wochen wahrscheinlich eine Korrektur machen. Und dann werden wir sehen, wie sich diese Korrektur verhält. Möglichkeiten sind eben auch solche Sachen hier, dass wir hier interne Trendlinien noch haben. Sprich, sowas, wie man hier sieht, sind da auch überall Reaktionen erfolgt. Hier Reaktion, da Reaktion. Untere Trendlinien agieren vielmehr als Pullbacks oder Pushbacks, um eben ausbrechende Märkte wieder zurückzuwerfen. Das sind auch immer solche Möglichkeiten, dass der sich hier irgendwo in den nächsten Jahren, Monaten da noch mal da hoch bewegt. Und wir gehen mal wieder ins Lineare rein und schauen uns die Sachen da mal an. Denn im Linearen ist er halt überall schon darüber hinaus. Aber wir wissen, auf großen Zeiteinheiten sind logarithmische Skalen gerade das Interessante. Wir hatten hier noch mal eine interne Trendlinie. Also das sind alles nur Indizien. Also das ist nichts, wo ich sagen würde, okay, weil der jetzt da dran stößt, machen wir hier eine Handelsposition oder eine Short-Position auf. Fakt ist erstmal, dass wenn man rückblickend eben an Trendlinien schaut, interne Trendlinien, externe Trendlinien und guckt, ob da irgendwo was passiert ist, dann kann man vielleicht auch auf die Zukunft schließen. Wenn man sieht, hier sind eben Reaktionen, da sind Reaktionen, da sind Reaktionen, hier ist eben was gewesen, hier bewegt sich auch mal was, hier war eine Gegenbewegung und jetzt sind wir wieder hier oben irgendwo hingekommen und fallen da auch zurück. Vorerst. So, dann haben wir ja, wenn wir diese Bereiche schauen, gibt es immer Fibonacci-Zuordnung. Also sprich, irgendwo, wenn man sagt, okay, wir haben hier die 1, dann fällt die 1 irgendwo die 2 um ca. 61,8 zurück. Ne? Das ist hier passiert. Und die 3 zur 1. Ungefähr 161,8 beziehungsweise folgende 200% irgendwo der 1, geht das ganze Spiel nach oben. Die 3, also entweder hier die 3 oder da die 3, nur was nicht so richtig raus ist. So, und die 4 fällt um circa 38 bis 50% der kompletten Bewegung 3 zurück, also sprich möglicherweise eben das hier als, also das hier als 1, das im Ganzen als 3, 1, 2, 3, 4, 5 in der Hinsicht gesehen und hier eben die 4 als Rückfall in dem Bereich 50%. Die 1 darf nicht überschnitten werden, also sprich entweder hier irgendwo, ne, sind die 38 und die 50 oder hier eben
die 50 und die 1 wird eben nicht überschnitten. Das heißt, wenn wir das so zählen würden, 3, 4 bzw. 3 hier oder da, dann würde sich daraus irgendwo die nächste Bewegung bzw. Fibonacci-Zuordnung ergeben. Und die wäre zum Beispiel von der 0, die wäre hier, bis zur 3 angelegt an der 4, 61,8. Genau hier wäre das. Und an der Stelle ist eine Reaktion erfolgt. Kann das Ganze noch weitergehen, irgendwo hier mal zu gucken, wie sich das verhält. Hier ist nichts passiert. Wir sagen, okay, wir hätten die hier irgendwo, die Projektion, oder eben, dass die 1 angelegt an der 0 auch irgendwo Fibonacci-Level abgeben. Und das ist auch nicht. Aber das Hauptlevel, also sprich die 0 angelegt, also Strecke 0, 3, also zur Zählung gesehen, die 3 dann hier, angelegt an der 4, läuft bis 100, also bis zum 61,8 Retracement und wir haben in diesem Bereich diese Umkehrkerze. Wie gesagt, unabhängig davon, wie das Ding hier innen drinne gezählt wird, ist erstmal die Außendarstellung ohne interne Zählung der Bewegung in einem Bereich angelangt, wo theoretisch das Spiel hier, also der komplette Trend seit 2003 beendet sein könnte. Ist erstmal eine heftige Aussage, weil alles, was wir hier dazwischen gesehen haben, also diese heftigen Crashes, wären dann nur eine untergeordnete Gegenbewegung gegen das, was von hier dann kommen würde. Also würde, ich spreche immer vom würde, könnte, hätte. Bedeutet, wenn das hier die 5 zu der Bewegung wäre und der Abschluss hier wäre, dann rein von Ablauf her, also sprich irgendwo, dann hätten wir hier eine untere Trendlinie, die dann brechen würde. Also sprich, der würde hier durchgehen. Dazu kommt aber, das ist die untere Trendlinie des Haupttrends. Ob die fällt, ist eine andere Geschichte. Aber normalerweise wäre der normale Ablauf. Die Verbindung von dieser Linie, das heißt, er würde irgendwo wieder in diesem Bereich laufen können. Erstmal zur groben Theorie. Das haut aber meistens nur hin, wenn das irgendwo eine Abschlussbewegung wäre. Und das ist es eben noch nicht. Also schauen wir mal auf kleinere Zeiteinheiten. Wir schauen mal auf den Bereich einen Tag. So, es ist immer noch genauso sichtbar. Und wir sehen hier intern immer, wenn ich sage, wir können das irgendwo zählen, dass wir intern hier immer 1, 2, 3, 4, 5 Bewegungen haben. Wir haben hier 1, 2, manche Sachen sind schon lustig, aber 3, 4 und das ist immer 1, 2, 3, 4, 5 nochmal nach oben, A, B, C. Man kann das auch anders zählen. Es sind auch vielmal hier irgendwo mögliche A, B, C-Bewegungen. Und wenn man das jetzt sieht und sich anschaut und sagt, okay, was haben wir denn hier? Ja. Dann ist rein vom Anschauen her, also sprich irgendwo sowas hier, ne, dass man sich anschaut, okay, wir haben hier eine gesamte Bewegung, das heißt, wir könnten hier irgendwo eine 1 haben. Hier eine 1, dann hätten wir ein A, B, C, dann hätten wir hier eine 2, beziehungsweise statt einer 1 ein A, dann hier ein B. Und jetzt müssen wir schauen, was hier eben läuft. Ne? Also sprich, solange wie diese Bereiche irgendwo intakt sind, können wir noch gar nicht sagen, dass hier irgendwas abgeschlossen ist. Also das ist eine Trendlinie, die hat es auch in sich. So, also wenn der hier irgendwo durchkommen sollte, die nächsten Tage, Wochen, Monate, könnte man hier irgendwo mal was drüber schreiben.
Und dadurch, dass das nur eine Bewegung hätte hier drin, wäre es bis jetzt nur ein A, B, C. Wenn es aber ein 1, 2, dann hier irgendwo ein 3 wäre und er würde hier irgendwo runterlaufen und die nicht großartig brechen, also sprich so in der Form irgendwo, ne? Korrektiv, hier nur kurz drüber gehen, hier nicht groß überlappen. Das ist ganz wichtig, wenn der hier nicht irgendwo in diesem Bereich kommt, sobald wir anfängt, hier diese Bereiche zu überlappen bei 13.460, 13.313, was haben wir hier noch? 13.000 oder 12.895. So lange ist dieses Ding intakt und könnte eben hier eine 4 oder irgendwas aufmachen. Sowas in der Richtung beispielsweise, so quer gelaufen und könnte hier irgendwo noch eine nächste Bewegung aufmachen. Und dann hätten wir erst sicher unseren Abschluss. Rein hypothetisch. Vorausgesetzt, wir sind hier noch fertig. Denn wenn wir hier intern mal zählen, das könnte auch eine 1, 2, dann hier eine 3 sein, hier könnte die 4 irgendwo hinlaufen. Wir haben ja immer noch unseren Kanal, den wir hier haben. Das ist unser vermuteter Kanal, der der Zeit dieser Bewegung zuzuordnen ist. Und dann ist hier irgendwo eine Bewegung, eine Berührung, hier eine Berührung. Jetzt ist wieder eine Berührung. Das heißt, er könnte hier rüberlaufen und geht erstmal bis hier hin und macht dann irgendwo erstmal seine Bewegung fertig. Der muss hier nicht bis hoch, aber er würde hier überschießen. Und dann könnte er anfangen und macht irgendwo diese Bewegung, die wir hier hatten, bevor er dann weitergeht. Also übertrieben gesehen solche Geschichten. Das ist jetzt erstmal rein hypothetisch, denn bevor wir hier irgendwo sagen, wir sind hier längerfristig long, hier diesen Super Short, müssen wir erstmal die Bewegung intern abgeschlossen haben. Und so richtig abgeschlossen sieht die eben noch nicht aus. Aber. Und das sage ich immer wieder, eine 5 ist eine Zugabe. Wir brauchen auch in den Abschlussformationen, wenn wir hier eben in der 3 sind, hier brauchen wir immer die Impulse. Die brauchen wir in der 5 nicht. Wir können hier jahrelang ABC-Bewegungen bekommen. Also sprich meine Lieblingsformation, diese EDTs, also Ending Diagonal Triangles, die laufen weiter nach oben und die machen alle 2, 3 Jahre wieder ein neues Hoch. Also sprich irgendwo solche Geschichten, wenn der hier irgendwo jetzt runter geht, geht hier wieder hoch. So, dann wird hier oben eine A drüber geschrieben und eine 1. Und dann fängt er an und macht sowas hier. Scharfe Korrektur. Ich zeige auch gleich, bis wohin die geht. Und dann fängt er wieder an und macht hier ein A, B, C. Neues Allzeithoch. Und wieder A, B, C, A, B, C. Bevor der irgendwann diesen Haupttrend abschließen würde. Das Ding kann so lang sein, wie das, was seit 2003 gelaufen ist. Ne? Wenn man sich das anschaut, irgendwo so lang, irgendwo 2024, wenn er weiter so hoch läuft, hier 2026 etc. Das wäre eine Riesenabschlussbewegung und nicht mal ungewöhnlich und würde immer darauf hindeuten, wenn der anfängt und macht diese Sache nicht komplett hier. Ja, dann hätten wir hier irgendwo eine Trendlinie, die wahrscheinlich hier irgendwo durchläuft, an die er hier irgendwo hochläuft, also sprich viel mal von da aus gesehen. Ein Keil, der nach oben läuft. Oder eben auch viel mal von da. So. Und er hätte irgendwo in dieser Hinsicht gesehen, die machen wir mal weg. Einen Mindestrücklauf dann. Und der ist bei diesen EDTs meistens zwischen den 50 und den 61,8. Da wir aber auch noch nicht wissen, wo diese Bewegung jetzt beendet ist und ob die beendet ist, ich sage mal, so richtig kommt das erst raus, wenn diese Haupttrendlinie hier mal ordentlich fällt,
wissen wir noch gar nicht, wo wir anlegen sollen. Also sprich, wenn wir irgendwo sehen, dass der spiked ja irgendwo raus, so in dem Bereich hier, können wir sagen, okay, wohin könnte das dann laufen im Ganzen als ABC? Und da können wir erst so richtig anlegen, wenn der eben irgendwo durch ist. Sprich, wenn wir hier irgendwo hingehen und der ist hier fertig. Keine Ahnung, wenn der bis 16.000, 17.000 hochläuft, ne, dann dauert es eben eine ganze Weile, bis er hier dann rauskommt und dann eben da runter geht. Es ist natürlich nicht auszuschließen, diese EDTs, die können auch irgendwo als Triple oder Double Zickzack laufen. Ne? Das heißt, wir hätten hier dann irgendwo ein A, B, C, ne? Ein A, B, C, wieder ein A, B, C, eben immer als Zickzack hoch. Und das ist ein Zickzack hier bisher. Also sprich, diese Tatsache als Zickzack hier, intern 1, 2, 3, 4, 5, seitlich intern 1, 2, 3, 4, 5, also so ein A, B, C, das hochläuft, das könnte hier auch gewesen sein. A, B, C, ne? Und dann eben irgendwo eine Korrektur, wieder ein A, B, C. Und dann würde eben hier das definitiv beendet sein. Jedoch kann man das hier nicht ausschließen, dass das ein Impuls war. Dass es ein Impuls gewesen ist und wir hier eine EDT als Abschluss des Impulses haben und das Ding eben korrektiv läuft. Daher ist es nur hypothetisch möglich zu sagen, okay, die Bewegung ist hier geendet. Und wir bekommen dann irgendwo eine größere Seitwärtskorrektur, die dann irgendwo möglicherweise so aussieht. Also sprich, das hier weggestrichen und dann hier runter. Das bedeutet gleichzeitig für alle, die long sind, das, was hier noch kommen würde, könnte eine Zugabe sein. Die Pflicht hat er gemacht. Also sprich, diese Bewegung war die Pflicht für diese Geschichte da. Also sprich, er ist jetzt hier übergeschossen und er macht diese Bewegung und er könnte eben hier die Pflicht erfüllt haben und er muss das hier nicht mehr machen. Er kann das machen. Das macht er aber mit wahrscheinlich erst, wenn diese Linie hält irgendwo. Klar kann der intern immer noch mal was Neues aufmachen. Also der könnte auch sagen, okay, hier ist die 1, die 2, eine 3, dann kommt die 4 hier und dann kommt die 5 erst. Also sprich, wenn wir das mal wegkillern hier, dann würde er hier irgendwo hingehen und dann würde erst die 3 beendet werden. Und dann fängt er erst an und macht diese Geschichte hier. Und dann fängt er erst an und geht hier hoch. Also das ist immer schwierig. Man kann diese Übergänge viel mal rausfinden. Diese Übergänge. Aber man kann nicht drauf schließen, dass er das macht. Man kann auch nicht gleich drauf schließen, dass er hier unten rausgeht. Das weiß man immer erst, wenn diese Haupttrends fallen. Aber wenn die dann gefallen sind, wie zum Beispiel er die Woche gemacht hat, das ist ja einer der Haupttrends gewesen, der hier unten irgendwo rausgekommen ist, der ist gefallen. Also sprich, irgendwo, dann ist definitiv diese Bewegung hier, die ist zu Ende. Mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit. Das heißt, diese Zählung, also die Bewegung von dem Stück Kanal zu dem Stück Kanal, ist durch. Und die Wahrscheinlichkeit ist dann eben immer gegeben, wenn wir hier auch mal anzeigen, die Mittellinie, wenn diese Mittellinie fällt, dass er eben zum anderen Teil der Bewegung fällt. Man sieht das hier, ne? Er kommt hier oben an, läuft runter, läuft auf diese Mittellinie, läuft wieder ein Stückchen hoch und nachdem er hier durchbricht, läuft er eben da unten hin. Das heißt, bricht er hier irgendwo durch, ist die Wahrscheinlichkeit zum Rücklauf zu dieser Linie erstmal hochgegeben. Er kommt dann hier auch mal kurz drüber. Ich sage, und in dem Moment, wo er dann hier sich drüber schiebt, ab dem Moment fängt er an und gappt und gappt und gappt und gappt, dass er es hier hochschafft. So, und jetzt will ich euch noch was anderes zeigen, weil wir sind ja hier im Moment nur auf der Ebene D1. Viele gucken sich das Ding nur auf Monatsebene an. Und da sieht das ganze Spiel nochmal anders aus, weil die Auflösung ist dann anders. Also wenn wir hier auf Monatsebene uns den Trend mal anschauen, beziehungsweise auf Wochenebene würde auch reichen.
Na, wo hat man das denn so schön gesehen? Also, man hat hier immer viele Trends, irgendwo interne Trends, externe Trends, die dazu führen können, dass Leute sagen, okay, die Bewegung ist beendet. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dann haben wir auf Wochenbasis irgendwo Hirntief und Hirntief, was sich scheinbar auf dieser Trendlinie bewegt. Bedeutet, fällt diese Trendlinie hier unten drunter, also sprich fällt die, kann es sein, dass er bis zur nächsten Trendlinie geht. Das sind eben immer diese Eskalationsstufen. Tiefs kommen dazu. Das Ding ist eben, der hat hier das nächste Tief. Und wenn dieses Tief fällt, kann es sein, dass wieder das nächste Tief fällt. Aber das nächste, dieses Tief ist halt weit weg. Und das nächst ersichtliche Tief ist auch hier. Also das sind immer so die Eskalationsstufen, dass er irgendwelche ehemaligen Hochs hier nimmt. Wenn wir mal schauen, wir haben hier dieses Hoch bei 14.804. Das ist diese Marke, die ich seit Wochen immer wieder sage. Bis dahin könnte der Markt durchaus laufen, weil hier eine erwartete 4 wäre. Wenn das irgendwo hier eine 1, 2, 3, 4 wäre, wäre das so eine Mindestmarke, bis du da, wo er hinlaufen könnte, also 14.800. Man sieht das hier, hier ist dieses Hoch. Man muss gar nicht auf diese internen Tiefs hier schauen. Also sprich, wenn hier eine Wochenbasis ist, hier war ein Hoch, ne, das nächste Hoch war irgendwo hier zwischen 14.131 und 14.169. Also die liegen relativ nah beieinander. Hier war ein Hoch, aber das sind irgendwo, das ist so ein Bereich, der hier umschwappt wird. Das sind alles Unterstützungen irgendwo in der Richtung, die jetzt nicht direkt was für das Daytrading sind, aber das sind langfristige Informationen, die er uns gibt, wenn er bis solche Sachen wieder ranläuft. Denn ich sage, was ich da mache, das ist ja Spielerei auf Tagesbasis. Aber diese großen Bewegungen zu erkennen, das ist eben die Kunst. Und wir können dann eben in die kleinen Bereiche reingehen und sagen, wir suchen uns jetzt eine Bewegung auf dieser Basis dieser einen Woche, das, was ich täglich mache, und sage, okay, wir kommen hier irgendwo rein und können vielleicht wirklich darauf spekulieren, dass auf eine Bewegung, die weiter runter geht. Aber es ist eben das Maximale noch nicht ausgereizt, dass ich sage, okay, jetzt ist wirklich mal alles durch. Mehr geht hier jetzt gerade gar nicht, ne, weil wir hier irgendwo, keine Ahnung, zum Beispiel hier irgendwo hingekommen sind. Ne? Klingt verrückt, ist gar nicht so verrückt, wenn der sagt, okay, er geht hier irgendwo hin, ne, und läuft hier quer dann wieder, weil er eben irgendwo 1, 2, 3, 4, 5 etc. macht. Ne? So, jetzt habe ich euch die ganze Zeit gelangweilt. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar interessante Sachen dazu erklären, wie man an sowas rangeht. Wie man sowas zählt. Ich kann sowas auch nochmal intensivieren, wie man hier diese ganzen Geschichten möglicherweise zählt, um eben Sachen rauszubekommen. Wie so Geschichten, aber hier ist gerade nichts. Um eben zu schauen, wo mögliche Bewegungen sich hin verirren könnten. So. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich werde mir das vornehmen, mal zu versuchen, so alle 3, 4 Wochen mal in diesem Bereich hinzuarbeiten und jedes Wochenende mal so in dem Bereich der 4 Stunden, um eben sowas mal zu analysieren. Sprich hier, das ist ja eine Art Diamant, beziehungsweise interessant ist eben hier dieser Trendbruch, um da auch mal genauer einzugehen. Und ich wünsche euch damit einen guten Handelstag am Montag, weil meine Analyse für Montag ist ja schon draußen. Eine gute Handelswoche im Mai rein.
Und wir hören uns mit der Tagesanalyse morgen Abend wieder. Auf Wiederhören.